Servus, Reflektor. Unser erstes Tutorial. Ich habe mal gedacht, wir fangen klein an mit unseren Tutorials. Jeder kennt das, was es ist. Es ist der Reflektor, der kleinste, was wir haben. Aber immer das Schwierigste, den wieder einzupacken. Und ich wollte euch mal zeigen, wie dieses große Teil in diese kleine Tasche passt. Es geht, es kam auch so an, wo wir das bestellt hatten. Also ich mache das so, jeder macht es vielleicht ein bisschen anders. Also ich lege jetzt mal das mal nach unten. Ich fasse ihn so an, die untere Hand hier, die obere Hand hier und drehe ihn mir so zusammen. Und schon ist das so ein kleines Nudelteil hier. Ich zeige es euch nochmal, pass auf. Aufpassen. Jetzt kommt's. Jetzt will er nicht. Hier haben wir nochmal. So ist er auf. Ich packe ihn hier oben an, ich hoffe, ihr könnt es sehen, und hier unten, ne? Und drücke ihn zusammen und drehe es dabei und drehe ihn hier so rein. Es ist total simpel, übt es ein paar Mal, weil es kommt immer ein bisschen peinlich, wenn ihr ein Shooting habt und ihr könnt das Teil nicht einpacken. Also das war meine erste Angst immer beim so einem Shooting, beim Außenshooting. Ich zeige es euch nochmal. Hier anfassen, hier oben anfassen. Es gibt welche, die uns verdrehen, die Hand verdrehen, aber ich halte davon nichts. Ich drehe ihn und drehe ihn mir so rein und schon habe ich ihn hier drinnen. Und dann kann ich ihn hier in die dazugehörige Tasche einpacken. Also, übt es einfach ein paar Mal, vielleicht gerade vor eurem ersten Shooting mit diesem Teil, mit diesem Reflektor. Weil es kommt blöd, wenn ihr den Reflektor ins Auto packen müsst, wenn er offen ist. Kommt immer professioneller, glaube ich. Also, falls ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren einfach drunter. Die ganzen Links zu unseren Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, bleibt neugierig, schaut wieder vorbei. Also, Servus.